Es war ein ganz bitterer Tag für Frank Becker. Am Mittwoch zerstörte ein Feuer in Brackwede in Bielefeld einen Teil seines Archivs. Wir hatten ja mehrfach darüber hier in der Sendung berichtet. Er besitzt mit seiner Stiftung Medienarchiv Bielefeld Deutschlands größte Sammlung analoger Spielfilme. Darunter alte Spielfilme, viele alte Schätze aus unserer Region, wertvolle Plakate, Tondokumente und vieles mehr, verteilt auf insgesamt 5 Lagerräume. Und wohl alles, was in dem Keller in Bielefeld-Brackwede lagerte, ist jetzt für immer verloren. Zum ersten Mal wirft Frank Becker einen Blick in den gemieteten Raum seines Medienarchivs. Oh nein. Oh. Ach, du Scheiße. 10.000 Filme, teils Unikate, lagerten hier, alles verkohlt. Ach nein. Also das sieht hier total Schaden. Das können wir knicken. Was genau war hier jetzt drin? Hier waren die deutschen Spielfilme drin, die vom Wirtshaus im Spessart über die Eddie-Konstantin-Filme, Grün ist die Heide. Also die ganzen deutschen Klassiker waren hier drin. Ein unangenehmer Geruch liegt noch in der Luft. Frank Becker kämpft sich durch die Trümmer. Oh nein, die sind auch alle verbrannt. Die ganzen Winnetous. Alles weg. Gestern kamen 75 Feuerwehrleute noch einmal zu dem Brandhaus. Es hatte sich im Medienarchiv Blausäure gebildet. Zum Glück nicht so stark wie vermutet. Löschwasser dürfte einigen Filmen aber den Rest gegeben haben, vermutet Becker. Oh, oh, oh. Der Schock sitzt in diesem Moment wirklich tief. Es ist mehr zerstört worden, wie ich eigentlich erwartet hatte. Die Rauch- und Wärmeentwicklung scheint durch das gesamte Archiv gekrochen zu sein und hat auch im hinteren Bereich das Filmmaterial zerstört. Wohl die Hälfte der 10.000 Titel sei betroffen. Mit dem Schrecken waren die Bewohner über dem Archiv davon gekommen. Sie können voraussichtlich Anfang der Woche in ihre Wohnungen zurück. Er war der Erste, der vorgestern zu Hilfe eilte. Im schwarzen Rauch habe ich halt die ältere Dame gesehen, die im Laubengang war. Und vor Panik habe ich sie dann halt angeschrien, dass sie da runterkommen soll und nicht mehr ins Haus zurückgehen sollte. Und daraufhin hat sie dann auch ihren Mann gerufen und die sind dann vom Nachbarhaus aus im Treppenhaus runtergekommen. Noch ist die Brandursache unklar, wie so vieles. Beckers Filme waren nicht versichert. Die Filme zu versichern, hätte eine monatliche Prämie von 3.500 € gekostet. 3.500 im Monat. Und das ist mit so einer Stiftung überhaupt nicht zu realisieren. So mancher regionale Kulturschatz stapelt sich in seinen anderen Archiven. Für die zerstörten Exemplare sucht der Sammler nun ein Filmlager und alte Blechdosen. An den Landschaftsverband Westfalen-Lippe richte ich die Bitte, uns in der Sicherung des Filmmaterials zu unterstützen. Das kann in personeller Hinsicht sein, das kann in finanzieller Hinsicht sein, mit Know-how, was wir nicht haben. Nur ein Bruchteil ist digitalisiert, wie dieses Schätzchen. Herford 1913, sein erster unvollständiger Streifen. Ein zweiter Teil des Films schlummerte im Stadtarchiv Herford. Er hat beide Teile zusammengefügt. Ich gehe mal davon aus, dass die Stiftung diese Katastrophe überlebt und dass wir auch weiterhin uns für die ostwestfälischen Filme engagieren können. Filme sammeln, schneiden, verleihen. Eine Herzenssache für Frank Becker. Das ist wirklich seine Leidenschaft und es ist tatsächlich richtig, richtig schade, was da passiert ist.